Der Schrank. Nein! Ich meine, nein. Nicht in den Schrank. Harvey, was denkst du von dem Schrank? Erinnerst du dich an diesen Schrank, Harvey? Ich kann immer noch nicht glauben, was dir diese Verbrecher angetan haben. Feuerzeug alles anzünden. Egal, was du sagst. Dem Schrank werde ich nicht zu nahe kommen. Schade. Ja, es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, hier in diesen Klassenraum wieder zurückzukommen, hoffe ich. Es ist ja nicht so vollständig, hundertprozentig ausgesprochen gewesen, dass dieser Privatunterricht, den Edna und Alfred haben, im Hause der Konrads stattgefunden hat. Und es ist auch ein bisschen surreal, glaube ich, einfach diese Aneinanderreihung von Erinnerungen, die wir schon mal gesehen haben, halt jetzt in diesem zerstörten Zustand nochmal wiederzusehen. Und irgendwie bringt das Ednas Lebensumständen von damals halt so eine ganz neue Note, ja, die man, glaube ich, hauptsächlich fühlen und nicht erklären kann. Ich versuche mich nur gerade über eine Erklärung rumzulavieren. Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, oder? Klassenzimmer für Privatunterricht im Elternhaus? Das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Nee. Sorry dafür. Gut. Na dann. Wie geht's weiter nach oben? Ui. Ja, hier gibt's aber wenig zu entdecken. In diesem Raum habe ich die Lichtstimmung vergeigt. Diese Perspektive habe ich nie gezeigt. Während des Zeichnens von den Texttabellen habe ich eine Lasagne gegessen. In diesem Schön. Raum habe ich die Schattenlayer vergessen. Und jetzt steht ihr hier vor der letzten Tür. Habt euch artig alles angehört. Wofür? Tja, wofür? Schön. Ein bisschen Gesingsang von Cookie. Tür. Zu. Ach nein. Die letzte Tür zum Ziel. Ist das hier die Tür zu meinem Zimmer, Harvey? Ja, das ist sie. Ich kann es kaum erwarten, unsere ganzen alten Sachen wiederzusehen. Bloß, wir kommen nicht hindurch. Der Schlüssel. Den stecke ich da so bestimmt nicht wieder rein. Wir müssen den Schlüssel noch ganz machen. Ach, Mist. Bevor wir das hier beenden müssen, können, müssen wir noch ein anderes Rätsel, das Rätsel des Schlüssels, lösen. Bestimmt hier im Ofen, das kann man doch bestimmt jetzt hier in die Schale, hier in den Topf, in den... Nein, so würde das gar nichts bringen. Hier in den Ofen anfeuern und... Die Ofenklappe. Ja, ich hab's schon mit der Tonne versucht, oder? Was? Diese Regentonne beherbergt Myriam. Ja, benutzen Fass. Ja, ich könnte mal wieder baden. Aber das muss noch warten. Den Deckel dort von abnehmen. Ich glaube, diese Tonne ist untrennbar mit der Planetenoberfläche verwachsen. Tja. Mit der Zange, die... Randale! Yippie! Benimm dich, Harvey. Das hier sind unsere Sachen. Tja, den Schlüssel wird irgendwie vielleicht... Diese Wunde muss nicht ausge... Aber... Das muss doch irgendwie... Das muss doch gehen. Ich will das auch irgendwann zu Ende bringen. Ich bin jetzt hier schon... lange am Überziehen. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen.
Tja. Diese Wunde muss nicht auf. Jetzt müssen wir dort, das ist jetzt irgendwie da dazu. Tja. Randale, yippie! Benimm dich, das hier sind. Wollen wir den Mond anzünden? Nein, Harvey. Wir sind ganz normale, geistig gesunde Durchschnittsbürger. Dr. Marcel ist derjenige, der verrückt ist. Und das werden wir beweisen. Und wenn wir es bewiesen haben? Ja, dann können wir den Mond anzünden. Yippie! Yippie! Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Mondleuchter. Mondanleuchter. Sehr schön. Wir brauchen den Schlüssel. Wir müssen den Schlüssel reparieren. Aber wie? In den Ofen stecken. Wie ging das noch gleich richtig? Ich brauch doch irgendwas. Ach du Scheiße. Wir brauchen irgendwas. Warte mal, jetzt können wir die Scherben vielleicht aufheben. Die Gartenzwerge vielleicht. Die könnten's. Hier haben wir doch Scherben. Er hat ange. Er hat angefangen, aber nehmen können wir die Scherben. So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was nütze. Können wir jetzt die Scherben, jetzt können wir die Scherben in die Regentonne packen. Ah, ich komme dem langsam auf die Schliche. Danke für den Like. Danke für das Däumchen an den dritten Zuschauer, der gekommen ist, geliked hat und wieder gegangen ist. Dankeschön. So habe Jetzt ich was? früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfred Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann Die jetzt auch ein Golems wenig Matsch waren's. gebrauchen. Matsch. Feuchter Ton. Ja, jetzt machen wir einen Schlüsselabdruck. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Das kennen wir doch schon aus der Anstalt. Prima, das hat geklappt. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch den Ton trocknen und dann haben wir einen Schlüsselabdruck, Tonabdruck in den Ofen. Eigentlich eine gute Idee. Der Ofen ist nur leider aus. Hast du mal Feuer? Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Oh, er brennt wieder der Ofen. Na dann. Was einmal geklappt hat? Klappt auch zweimal. Topflappen natürlich. Nice. Form. Da können wir doch jetzt Hausschlüssel in. Na komm. Nein, so würde das. Na komm. Nein, so würde. Das muss doch. Dann den Topf halt in den Da ist Ofen. nichts zum Einschmelzen im Topf. Dann vielleicht. Hey, der kaputte Schlüssel passt genau hinein. Kein Wunder. Du hast den ja auch benutzt, um diesen Abdruck zu machen. Ach ja. Vielleicht können wir den. Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Okay, dann können wir den Generalschlüssel einschmelzen. Brauchen wir So ja leid nicht es mehr. mir tut, ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Oh wei, dann hoffen wir, dass wir nicht zurück in die Anstalt kommen. Generalschlüssel, den schmelzen wir jetzt ein. Sonst müssen wir alles nochmal von vorne machen. Kinder, das Gold ist fertig. Ja. Jetzt müssen wir es abkühlen in der Tonne. Wir kennen das ganze Prozedere. Aus der Anstalt. Das klappt so nicht. Zack. Dampfender Topf. Das muss doch. Das klappt so nicht. Tja. Gold in die Form Gute gießen. Idee. Ja, vielleicht Schütte so. das Gold in die Form. Muss die Form abkühlen. Nice. Genauso. Gut, ich würde mal vielleicht erstmal zwischenspeichern. Ganz kurz mal speichern. Haben wir auch schon lange nicht mehr gespeichert.
Das wäre jetzt zu blöd. Der Spielstand abspeichern und abstürzen würde. Sehr gut. Jetzt haben wir doch einen Schlüssel. Warte kurz. Yippie, mein eigener Haustürschlüssel. Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Sehr gut. Errungenschaft freigeschalten, Schlüsselmeisterin. Was? Der Schlüsselmeister ist trug dank neben die Schlüsselmeisterin. Oder was? So. Na komm. Schlüssel, Tür. Sehr gut, wir sind am Ziel. Hinein. Sehr schön. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwer fallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Sehr schön. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Die dritte Tempomorph-Szene. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's. Na dann, halt dich fest. Ja. Tempomorph. Eine letzte Tempomorph-Szene. Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harf. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Der schon wieder. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt! Das hatte ich gerade vor. Bestrafung. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, ihre disziplinären Maßregelungen zur Zähmung dieses... Kann man dir mal das Maul stopfen? Wildfangs? Danke. ...sind höflich ausgedrückt unzureichend. Sagt ihr das ist keine also? Gewalt vor kleinen Kindern. Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Irgendwie schon. Diese kleine Mistkröte! Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Das Tagebuch. Gut. Das Tagebuch, das liegt doch hier auf dem Schreibtisch. Ja. Nimm es. Ja, das muss wieder bei Harvey passieren. Na komm. Hey, was? So, Edna. Sieh doch, da liegt dein Tagebuch, Edna. Potznase, du hast recht. Dann lass mich schnell ran. Ich kann kaum erwarten, mein Gedächtnis aufzufrischen. Ich habe auch sehr schöne Plakate. Einmal das Dadley-Logo, die Feder, The Whispered Word. Okay, dazu was der zu sagen. Der aufmerksame Zuhörer mag sich in diesem ersten, letzten Rückblenden-Screen wohl die Frage stellen, berechtigterweise, wie kann es sein, dass die Hintergründe, die etwa ein Dreivierteljahr vor Gründung von Dedelic entstanden sind, bereits mit der Dedelic-Feder und sogar einem Plakat The Whispered World platziert sind. Die langweilige Antwort auf diese Frage ist natürlich, die wurden später hier in den Hintergrund rein montiert.
woraus sich auch die Anschlussfrage ergibt, was war wohl vorher auf diesen Postern? Und die noch viel langweiligere Antwort auf diese Frage ist, vorher waren das einfach zwei einfarbige Poster in diesem Raum. Enttäuschend. Sehr enttäuschend. Nach der Gründung wurden da die Plakate hier reingefixt. Fenster. Es ist zu. Es ist zu. Ja.